Einen wunderschönen guten Tag zu einer kleinen Baufolge. Kurz zur Erklärung, wie wir das hier aufbauen werden mit den Aufbaufolgen. Da oben wird immer die Anleitung sein. Hier wird immer ein Foto vom Modell sein. Da oben wird meistens Werbung stehen. Und hier ist ein kleiner lustiger Zwerg. Ah, leider kann man irgendwie keine Hyperlinks dahinter legen, dass man dann anklicken kann, aber das läuft dann anderweitig rein. Ne? Und wir haben hier das Modell Panzer 38 Tonnen vom Lubrix. Hat zu dem Zeitpunkt hier 17,95 Euro gekostet. 453 Teile, wie ihr wisst. Das ist ein brauner Karton, da ist keine Anleitung bei. Die Anleitung kann man sich online runterladen. Randnotiz, wichtig. Zu Weihnachtszeiten, Osterzeiten oder Saisons, wo viel gekauft wird für Geschenke, ist es nun mal logisch, dass Server down gehen. Vor allen Dingen von so einer kleinen Firma. Was? Halten Sie mich klar. Ich habe das Modell schon ewig lange. Ich bin mal gespannt, wie viele Teile fehlen oder ob überhaupt was fehlt. Joa, sind noch nicht so viele Teile dabei. Wieder dieser elende Stickerbogen. Ja, wer es braucht, ich brauch's nicht. Aber das ist ja interessant, das ist eingetütet. Werkzeug. Machen wir das einfach mal auf. Das ist eigentlich total unnötig, ne? Also, aber das Werkzeug sieht schon cool aus, ne? Aber es ist auch zweimal das gleiche. Ja. Mal gucken, für was wir es brauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht normale Tüten. Eine davon Werkzeug und die neunte ist Kettenglieder. Die werde ich auch nicht aufziehen. Der Panzer wird keine Kettenglieder bei mir kriegen. Braucht er gar nicht drauf feixen. Die Kettenglieder benutze ich nämlich für was anderes, weil dem geneigten Kenner wird aufgefallen sein. Die gibt's auch von Lego. Über Teilequalität lässt sich, wie gesagt, streiten. Ist nicht unser Thema. Wir spielen, also wir klemmen auf Spaß und nicht aus Nörgelgründen. Aber diese Teile von Lego sind sehr, sehr teuer, gab es nicht in vielen Modellen. Ja, und ich benutze das eher für andere Sachen, wie zum Beispiel Motorräder oder so. Da sehen die richtig cool aus, aber der wird keine Ketten kriegen. Der wird auch nachher auf unseren Panzer zukommen, der kleine 38T, auf so einen Wagen drauf. Da braucht er keine. Ne, ihr wisst schon. Und wie ihr seht, wir haben auch eine neue Unterlage. Wir werden auch im neuen Jahr mehr streamen, das... Aber wir werden wahrscheinlich keine Baufolgen streamen, weil das immer anstrengend ist mit dem alten Computer. Das stürzt mir zu oft ab. Aber wir kriegen das schon noch gewuppt und wir werden dann halt wahrscheinlich dann mit unserem Moderator, der Rock Valley, schöne Grüße, hallo Rock Valley, wahrscheinlich dann Seven Days und sowas streamen, insofern man alter Computer das noch hinkriegt. Aber vielleicht kriegen wir ja im nächsten Jahr einen neuen zusammen, mit eurer Hilfe oder auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden erstmal alle Tüten aufmachen. Wir werden das auch einfach so haufenmäßig lassen. Wie ihr seht, wir sind wieder im alten Setup, wo wir bauen. Ne? Aber schreibt dich direkt. Weil irgendwie das RTMP gar nicht mehr funktioniert. Ich gehe mal aber davon aus, das liegt an den alten Computer. Er hat zwar ein neues Bluetooth bekommen und hast du nicht gesehen und so, aber mal seit ein paar Updates funktioniert das gar nicht mehr. Der Karton kommt weg. So. Mal ein bisschen so sortieren. Also bis 1000 Teile wird das hier wahrscheinlich ganz gut gehen. Was sagt denn die Anzeige? Zwei von denen, zwei hiervon. Bisschen auseinanderpopeln, zwei hiervon. Ein sechser Plate. Und das. Und dann sagt er, hier kommt die Plate hin. Die kommen hier drüber. Und die zwei kommen hier hinten rein. Klassiker.
So, dann drehen wir das Ganze um. Das sind dann auch wahrscheinlich direkt die Aufnahmen. So, so, so. Zap die Zap Zap. Die sind auch hier. So, zwei hiervon. Komm nach hier. Dann zwei hiervon, die kommen hier oben drauf. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr eine Draufsicht haben wollt und eine Seitenansicht oder eine Teileansicht, genauer, also noch mit mehr Kameras hier rein. Oder wie ihr das haben wollt. Fragt, haut mal in die Kommentare rein. Bin ich mal gespannt drauf, auf was ihr so Bock habt. Eine Sechserstange. Was habt ihr denn alles so zu Weihnachten bekommen? Wie geht's euch so? Das ist die 4, da kommen ein paar von denen hin. Bis jetzt sind die Teile aber völlig in Ordnung. So, eine 4er. Kommt dahin und dann kommen die hier dahin. Na, ist noch nicht gekontert, aber das werden wir dann auch noch tun. So. Das haben wir jetzt schon irgendwas falsch gemacht, wahrscheinlich. So sah das in Schritt 2 aus. Das ist Schritt 3. Schritt 4. Okay, aber dann brauchen wir hiervon noch einen. Ach, da. Perfekt. So, dann kam Schritt 4, genau. Das ist jetzt Schritt 5. Ah, da kommt eine große Plate. Vierer Plates, die kommen dann hier hin. So, wir brauchen noch einen hiervon. Das sind die ganz normalen, das sind die großen. Auf dem Grau, also auf der alten Matte hat man das schlechter gesehen, aber auf dem Grün sieht man das richtig gut. Mal so, wie es aussieht.
Ah ja, okay. Gerade schon einen Schreckmoment gehabt. Vier Winkel. Ihr seht, wir wechseln auch schon mal, wie wir zusammenbauen. Mal suchen wir was, mal nicht. Mal suchen wir es raus und bauen es direkt ein. Wie halt die Schnauze gewachsen ist, ne? So, eine Dreierplate. 2x3. Da. Perfekt. Dann die Anhängerkupplung. Die hatte ich vorhin schon mal gesehen. Da, genau. Das ist eine sehr interessante Bautechnik. Über Eck, naja. Wir müssen ja auch Meter machen. Oh, 2 Einser. Dann nochmal 2 von den hohen. 1, 2. Zumindest ist das schon mal Plan. So, jetzt suchen wir 2 Einser Plate. Oh hier. 1, 2. Dann ein 2er. Ja, Tiles, keine Plates, Tiles, ne? Die glatten. Jetzt suchen wir 2 Einser Plates. Diesmal sind es Plates, genau. Die und die. Das hier sind Tiles, Modify. Nur mal so. Da wieder Corners. Und ein 4er Tiles. Upp. Das ist gut, das stabilisiert hier vorne. Dann hier die Ecke rein. Stabilisiert das. Hier die Ecke rein. Stabilisiert das, streben hier hin. Ja, ist okay, kann man bauen so. So Standardbauweise. Komm mal eben die Tür zu. Zieht ein bisschen. Ist auch geschafft. Auf geht's zum nächsten Bauabschnitt. Zwei hiervon, Bobs, das Geländer, da, zap, zap, das sind auch super Bauteile. Das war Bauabschnitt 9. So, wieder ein paar Teils suchen. Nehmen wir noch einfach so lang die. Dann 4 Gitter. Und dann wieder ein paar Teils. 2, 4, 6, 8. Mal hiervon und eine 6er Plate kommt hier hinten drüber zur Stabilisierung. War schon mal gut. Naja, besser hat das Lego damals auch nicht hingekriegt. Ne? Die Abstände sind gut, meine Güte. Gibt Schlimmeres. Das jetzt mal alles hier drauf. Die eine kommt hier rein. Der Rest verteilt sich hier so rum. Das ist ja toll. Dann wird das auch stabilisiert.
Klar beugt sich das jetzt durch. Aber das wird sich nachher eh rausziehen. Von daher kein Stress. Ja, da wollte ein Lego-Stein wegfliegen. Ups, sorry, mia culpa. Kein Lego-Stein, Klemmbaustein. Steht ja kein Lego drauf, ne? Na, beugt sich ein bisschen durch. Aber hey, ist normal. Es ist hier keine Präzisionsarbeit, ne? Oh, schon ein Table drauf. Interessant. Also ganz ran, alles klar. 2, 3. 1 und 2. Komm hier rein. Das und dafür brauchen wir noch einen. Da ist einer, perfekt. Davon habe ich 5, 2 gesehen. Wunderbar. 2, 1 und noch 1. Komm schon. Perfekt. Ein Ingold. Also Ingot. Diese Silberwaren gab es auch schon in Gold. Und ein ganz normales. So. Das drauf. Das drauf. Das drauf. So. Das setzen wir hier vorne dran. Dann ist der froh. Das sieht ganz gut aus. Ja. Zwei Eiser wieder. Haben wir auch. Es dürfte ein Dreier sein. Haben wir noch einen. Mach mich nicht schwach. Wo ist denn der dritte? Da, perfekt. Ja, ich bin schon was älter, das ist immer so gut mit dem Gucken, ne? Ihr kennt das. Oder auch nicht. Vielleicht seid ihr auch viel, viel jünger. Dam, da, dam, da, dam. Das auch, sind wir auch schon bei der 14 angelangt. Eine 2x2 Plate haben wir. 2x1 Brick. Normalen Brick. Das ist ein Brick Modify. 6. Und noch ein perfekter Pass hier rein. So, wenn wir die jetzt drin haben, zeige ich euch nochmal. Oh, warte. Er ist halt nicht mehr so krumm, ne? Eins und zwei. Brick Modify. Und das noch einer. Jawohl. Nur das auch. Oh, jetzt wird spannend, jetzt werden die ganzen Dinger zugeklemmt. Suchen wir uns erstmal die vier schwarzen hier raus. Kommt eins hier oben rein. Eins hier rein. Da und da. Dann holen wir uns die sechs normalen. Das sind fünf. Da ist der andere. Die kommen hier vorne rein. Seht das ja auch hier auf der Anleitung, ne? Für die Aufhängung wahrscheinlich alles, ne? Und unten dann 10 von den normalen. Der Einfuchtelnoppe.
5 pro Seite. Lässt sich gut bauen. Keine Beschwerden. Grüße gehen raus an die zwei Damen. Ich weiß nicht, ob ihr noch da arbeitet im Loom von Bluebix. Ihr wisst, wen ich meine. So, dann haben wir 4 Stopfer. Das dürfte dann die Mittloch sein in der Mitte. Genau die hier. Weil die ohne sind zu. Und auf dem Foto, wie man das ja sieht, sind die offen. Ne? So, haben wir das auch. Kabumm. Sind drinnen 8 Stangen. Das sind die ersten 2. Das sind die nächsten 2. Und nochmal 2. Und nochmal 2. Stecken wir hier unten rein. Mit ein bisschen Gefühl. Geht das sogar richtig gut. Ah. Das war zu wenig Gefühl. Kommen die 4 noch auf die andere. Ja, die muss man halt, die haben da richtige Reihen, ne? Die eine Seite ist dicker als die andere. Das schon, ja, bei Lego gäbe es das jetzt nicht. Ne, weil das ja maßgefertigte Steine sind, die hier ist ja auch Massenproduktion. Naja. Aber so ist das halt. Aber Lego hat damals auch sehr, sehr klein angefangen. War auch noch nicht so präzise und ja, wir kennen ja alle die ganzen Geschichten, ne? Ist unnötig. Das ist ein schönes Hobby, wir müssen uns das hier nicht kaputt treten. So, dann brauchen wir davon 8. 2 Zahnräder. 8 von den Satellitenschüsseln. Ja, ich nenne die Satellitenschüssel, weil wenn jetzt da noch ein Pin drauf macht und eine Schlange, sieht es aus wie eine Satellitenschüssel. Daumen rauf für alle, die noch eine Satellitenschüssel haben. Ich habe eine. Mann, ich bin froh drum. Und Daumen rauf für alle, die noch eine Antenne haben. Naja, das sieht ja gut aus. So alte Wagenräder, ne? Nur in klein. Natürlich fällt das jetzt ab hier, ne? Mhm. Also die Schlangen nicht ganz durchziehen, weil sonst fällt euch das ab. Ich glaube das Zahnrad. Bisschen noch rausgucken lassen, damit ihr es nachher mit dem Pin hier reindrücken könnt. Damit das auch schön die Scheibe hier auf der Achse lässt. Ja, wird nicht fahren können, aber das ist nicht schlimm. Empfiehlt sich auch, die Steine davor gut festzuhalten. Nicht, dass er die rausdrückt mit eurer Kraft, ne?
Na, erste Schwächeerlebnisse am letzten Tag des Jahres. Schon die neuen Videos gesehen, die anderen? Zombie-Videos. Ich fand die super. Und morgen kommt nochmal ein Nations Red Video. Da kommen wir relativ weit. Spoiler. Alles drauf, alles dran. So, wieder zwei Einser. Teils, ein Dreier teils. Und ein Sechser. Ach so, ja. Lass mich in Irre führen, die Einser kommen hier hinter. Ja. Damit der Abschluss hier besser ist. Das sieht richtig gut aus diesmal. Also, da hat sich einer was überlegt. So. Hier Kurven. Zwei Einser. Paar Corners. Und ein paar Wandobjekte. Zwei Stück da. Bricht uns da tatsächlich der Stein ab. Aber das ist nicht weiter tragisch, da können wir endlich den 3 draufsetzen. Nur so ein Tipp, ne? Die Rundungen müssen nach innen, weil sonst dreht das nachher nicht, sonst blockiert die Ecke die Drehung wahrscheinlich. So, Pro-Tipp unter Freunden hier. Einser Brick. Hier und der hier. Der kommt hier drauf. Perfekt. Ah ja, jetzt kommt die. Frage ist halt nur, wie rum. Haben wir doch gerade was überblättert, oder? Ah ne, haben wir nicht. Die kommen hier rein. Und hier. Hier ist nicht ganz zu, aber es ist nicht schlimm, aber da hat sich einer mal was überlegt. Das nimmt noch Fahrt auf, ich sag's euch. Ja, jetzt kommen die Ketten, habe ich gesagt, baue ich nicht rein. Das ist der Turm. Eins, ein paar von denen hier. Ich gehe mal davon aus, dass der Turm. Sieht zumindest aus wie einer. Das muss ein großer sein. Der kommt hier drauf. Haben wir das auch gemacht? Eigentlich mal so 25, 24, 25 hätte noch ein Schritt sein können. Oh, jetzt bauen wir den Motorblock. Das ist ja nice. Das ist so. Das sieht richtig gut aus, ne? Von der Farbe her. Glitzert auch so ein bisschen.
So, das kommt nach hier vorne. Dann brauchen wir das hier. Habe ich. Dann brauchen wir das. Habe ich auch. Und den da. Ein interessanter Motor. So. Dann brauchen wir unsere zwei Grabbelhähnchen, die die zwei Pins tragen. Da ist einer. Haben wir das schon mal. Da ist der andere Pin. Haben wir das auch schon mal. Da haben wir den kleinen Jungen mal an die Seite. Haben wir das auch. Fernglas. Noch da. Das sieht nur so aus, als wäre hier noch ein Pin zwischen, ne? Das ist kein Pin, das wird einfach aufgesteckt. Das ist auch gar nichts in der Anleitung. Dann holen wir uns die anderen. Den brauchen wir nicht. Das ist einer, der hat ein Loch. Der wird für was anderes gebraucht. Dann nehmen wir doch so lange den da. Richtig schönes Teil. Ich mag diese Teile, die man selber bauen kann. Und diese fertigen Dinger da, die sind irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Gibt es ja auch einige bei Lego zum Beispiel oder bei den anderen Marken. Die sind so fertig, aber die passen irgendwie so von den Proportionen meistens nicht ins Modell. Auch wenn es ein Fantasy-Modell ist irgendwie, aber soll schon irgendwie stimmig sein, ne? So. Machen wir das auch. Oh, sieht ganz gut aus. Jetzt bauen wir die eine Nase da vorne dran. Ich kenne schon wieder einige, die mich raffen werden, wie das hier zu bauen ist. Da sehe ich schon wieder einen Facebook-Post. Weiß einer, wie das geht? Benutzt seinen Kopf. Wir brauchen noch ein Dreieck. Hoffentlich haben wir noch eins hier drin irgendwo. Wäre schön. Da. So, und jetzt brauchen wir noch einen Ingot. Den bauen wir hier unten hin. Und fertig. Und wenn wir ihn das hier reindrücken. Wie hoch ist das? Okay, müsste so sein. Jo. Dann kommt das hier hin. Und dann kann man das hier wunderbar rumdrehen, weil wir mitgedacht haben. Und die Dreiecke so ausgerichtet haben, dass die lange Wand hinten ist und die Schräge nach innen zeigt. Ja, das ist noch ein bisschen hakelig, weil er noch nach innen gewölbt ist, aber da kriegen wir alles hin. Das auch. 2-1er. 4-4er. Und 2-6er. Kann man das mal so zusammenstecken, bevor wir es aufs Modell drücken. Das empfiehlt sich meistens. Na, damit, wenn wir das Modell auch weiter auseinander drücken, dass es nicht nach innen gewölbt ist. So. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Schon läuft das hier viel besser. Na, hakelt zwar noch ein bisschen, aber das ist nicht tragisch. So, davon 2, davon 2, dann brauchen wir unsere Grabbelhändchen. Das so. Drehen wir uns den mal so zurecht. Bertolt Brecht. So, haben wir das auch gemacht.
Sprung. Jetzt bauen wir ihm seinen Hintern. Hinten ist meistens flach, vorne ist meistens spitz. Da gibt es auch ein super Video vom Panzermuseum aus Münster, was das nochmal so erklärt mit den Panzerplatten, wie, warum. Ich verlinke euch das mal in den Kommentaren, wenn ich es finde. Jetzt brauchen wir unsere Pyramiden. Haben wir. Dann brauchen wir die hier. Das sind auch tolle Sachen zum Rampen bauen. Ja, die sind so leicht. Diese Dreiecke ist voll gut. Natürlich müssen wir die auf eine Plate setzen. Dann mal nachdrücken alles. Jetzt bauen wir den Hintern. Das ist gut. Eine 6er Plate, eine Round und eine Round Modify. Müsste die sein. Jo. Haben wir. So. Das sind auch super Bauteile, wenn man so Straßenzüge bauen will. Oder abgesenkte Bordsteinkanten oder sowas. Einen nach hier. Einen nach hier. Das nach dort. Und unser Affenhändchen da. Affenhändchen nenne ich immer die Bauteile, die vorne noch so einen Greifer dran haben. Also nicht wundern. Die haben auch einen richtigen Namen, fällt mir nur gerade nicht ein. Und Affenhändchen hört sich auch viel besser an, ne? Und ja, wir werden das hier in einem Rutsch aufnehmen. Das heißt, wenn ich mir verspreche, dann ist das so, ne? Ich mache jetzt hier keine extra Würste. Das kommt dahin. Den Zapfhahn tun wir auch hier hin. Halt nochmal so zusammen. Da kommt bestimmt noch was. Jo, wusste ich's doch. Da kommt eine Stange rein. Dann hält das auch. Oder auch nicht. Na, wirst du wohl. Da muss man wohl ein bisschen mit Gewalt machen. So. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick länger, dann ist das halt so. So, machen wir das auch. Septibub. Und ran. Jetzt haben wir es doch ein bisschen verbaut. Weil ich nicht aufgepasst habe, weil da ist ja ein Bauteil. Naja, da kümmern wir uns später mal drum. Wenn ich eine Zange gefunden habe. Hey, hier ist ja eine. Viel Zufall. Ich werde das andere Bauteil rausdrücken.
Na, schade. Müssen wir es eben anderweitig da rausdrücken. Ich nicht aufgepasst habe, ne? Solltet ihr vielleicht aufpassen. Das kommt hier hin, dann ist das auch fest. Ne? Dann kommt das Ding erstmal hier rein. So. Das kommt hier hin. Dann kommt das dahin. Na komm. Na, sieht jetzt ein bisschen ungelenkt aus, aber dann ist das halt so. So, das kommt dahin. Haben wir das auch gelöst. Dann können wir das hier anklicken. Also, Zapfahren auf das Ding. Ding hier reinschieben. Hülse drum. Einklappen. Bombe. Kommt hinten einfach drauf. Sieht auch gut aus. So. Dann kommt noch da. So, Plates. Zwei davon. Zwei Achter. Das Ganze nochmal in vier Teils. Und zwei hiervon. Perfekt. Vier. Das. So. Und dann oben drüber. Und hinten kommt dann der eine drauf. Perfekt. Ja, wir machen jetzt die Schürzen. Kommen nämlich hier hin. Deswegen sind auch hier die Kipper drin. Damit wir den Winkel gut treffen. Baut sich besser als im Tiger. Man sieht halt, dass die Bauanleitungen von Custom Bricks sind, ne? So teilweise. Die haben da eine andere Art und Weise zu bauen. Ist okay. Deswegen habe ich auch keine Kettenglieder aufgezogen, ne? Damit das nochmal ein bisschen besser dran fummelbar ist. So. Eine 6er, das dürfte hier eine G-Stellung werden. Seht ihr ja auch, ne? Dann kommen unsere Freunde hier zum Einsatz. Dafür werden wir dann auch die Werkzeuge brauchen nachher. Weil das hier ist ein Schraubenschlüssel. Sieht komisch aus, ist aber so. Wir hatten ja vorhin den Round offen. Der kommt dann hier hin. So. Dann haben wir den, der kommt dahin. Und dann brauchen wir noch zwei hiervon. Und da. Dann holen wir unser Werkzeug und drehen den Schraubenzieher raus. Schieben das ein bisschen weiter rein, so, damit das nicht rausrutscht. Perfekt. Dann holen wir uns die Unterstützer hier, genau. Eigentlich auch Teile von einem Turm, ne? Aber naja. Not macht erfinderisch, also erfinde ich. Oder so ähnlich war das ja, ne?
Sieht echt gut aus. Muss ich sagen. Obwohl die Fragen aufkommen, nein, ist nicht gesponsert. Ah, den Antrag habe ich mal gestellt, aber der Knabe von Bluebacks hat sich nie gemeldet. Naja, muss er wissen. Ja gut, 47, 48 ist wieder, ne, derselbe Keks. So, jetzt bauen wir noch eine Luke, so wie es aussieht. Wow, Bauabschnitt 49. Wow, den hätten wir noch mit 50 zusammenlegen können, ganz ehrlich. Beziehungsweise hätte man 49, 50, 51 komplett zusammenlegen können. Hätte man sich wieder eine Dreiviertelseite gespart, weil für die drei Teile, 1, 4, 6 Teile, wow. Wow. Da habt ihr euch selbst mit Ruhm übergossen. Wer sich noch an den Crawl oder den ganz, ganz alten Chloric heißt der, genau. Erinnert, der hatte eine Pneumatik drinne, unzerstörbar meiner Meinung nach, also so gut wie unzerstörbar. Und da gab es ein Schaubild in einer Farbe und da hattest du dann alle Schläuche drauf. Und dann, wenn du eins falsch verkabelt hattest, musst du das ganze Ding auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. So war der Lauf der Dinge in dem Ding damals. Und es hat keinen gestört und wir haben es alle geschafft. Das heißt keine Kritik oder so, ist nur eine Feststellung. Bam. Motorabdeckung. Ah, jetzt kommen die Werkzeuge dran. Naja, die Axt ist eine andere Axt als im Schaubild, ne? Deswegen wird die wahrscheinlich auch da nicht so wirklich gut reinpassen. So von der Optik her. Aber von der Proportion zu der Schaufel passt es halt wieder, ne? Jetzt kommt der super gute Turm. Also wenn ihr eigentlich noch so Randnotizen zu den Panzern haben wollt oder zu den Modellen, wenn es ihn echt gegeben hat und keine Fantasiesachen waren, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann machen wir beim nächsten Modell auch so ein Erklärvideo, wann die gebaut worden sind und was für Besonderheiten das gab, etc. etc. Wenn es auf sowas steht, dann sagt das mal, dann bauen wir das mit rein. Auch eine tolle Sache. Es gibt diese Bauteile zweimal. Einmal mit oben und einmal mit unten. Das heißt, ihr könnt die so ineinander setzen. Mega gut. So eine Art Baurichtungsumkehrer, wenn ihr wollt, ne? Nur mit zwei Teilen statt mit einem. So, Steine, da. Und unten dann die Schiene dran schrauben. Haben wir. Haben wir das auch. Nochmal das Ganze. Zepperdoodle. Haben wir das auch dran gesetzt. Ja, man sollte aufpassen beim Zusammendrücken. Weil das Modell noch keine Querverstrebung hat, wo es auch hält, ne? Wenn ich jetzt hier einfach so drücke, ne? Wenn ihr es schon seht, biegt es schnell. Wenn ich jetzt drücke, geht es kaputt. Logischerweise. Da ist auf einer 4x1 Plate drauf. Das kann ja nicht funktionieren dann. Also aufpassen und mitdenken beim Drücken. Das ist nur wie jetzt hier dieser Bauabschnitt. Das ist, ja, schwierig. Das hätte man auch mit dem Bauabschnitt vorher zusammenbauen können. Das wäre einfacher gewesen. Ich kann schon wieder die Grobmotoriker unter uns, die kriegen das nicht hin. Die regen sich dann wieder auf. Und dann ist dann wieder Stress in der Bude, wo es keinen Stress geben sollte. Wenn der Typ, der die Bauanleitung schreibt, mitdenken würde. Also manchmal sind die Bauabschnitte relativ gut, ne? Da braucht man die Detailtiefe manchmal, so wie hier Schritt 49.
Ist halt, weiß ich nicht, ne? Schwierig. Nochmal, der Turm sieht cool aus. So von der Form her. Oh ja. Und nochmal. Deswegen gibt es auch zwei Werkzeugsets, wenn man zweimal den Schraubenzieher braucht. Ja, leider hängt er hier nur so drinne, aber gut, dann ist das halt so. Aufpassen beim Zusammendrücken. So. Ja, bei uns das MG halt auf der anderen Seite, ne? Das kann man ja variieren. Ich bin halt Linksschütze. Ja, es gibt Panzer, wie zum Beispiel beim Königstiger. Das mag man jetzt nicht glauben, aber das Rohr ist nicht mittig. Müsst ihr mal drauf schauen, wenn das nächste Mal vor dem Königstiger steht. Der ist nicht mittig, der Panzer. Also das Rohr im Turm ist nicht mittig. Aber das kann ich euch auch mal verlinken. Naja. Das muss man kippen. Perfekt. Dann können wir die Modifier hier draufsetzen. Und den Round. Perfekt. Und noch ein Round, damit das Rohr besser dran ist. Aber den Round schieben wir hier drauf. Das ist ein guter Move. Weil dann hält sich das selbst fest. Zum einen hält die kleine Stange sich in dem Round fest. Und durch den Clip hier ist dann immer fest dran. Sollte eigentlich. Also wäre es jetzt cool, ne, und nicht so viel Riffli drin, hätte das jetzt nicht das Ding hier drin. Ne, könnte man das aufeinander schieben und es wäre stabiler. Aber gut, dann ist das jetzt so. Hätte einer mitdenken können. Ja, und jetzt müssen wir das hier wieder reinfriemeln. Dazu machen wir die eine Seite ab. Machen wir die eine Seite ab. Wie tief geht denn die rein? Ach, gar nicht so tief. Uns etwa verbaut? Nee. Aber dann ist das halt so. Ist ja so ein kleiner Spalt drinne. Natürlich ist es am Schaubild jetzt nicht drauf, ne? So. Mal die zwei Sachen drauf. Dann hat er auch seine Backen hinten. Ja, jetzt machen wir eben seinen Luke noch drauf und damit haben wir dann fast alle Teile verbaut. Damit kriegt er auch so eine gewisse Stabilität hier. Theoretisch müsste ich jetzt einfach, weil ich ja vorhin was gesagt habe, das auch drehen. Dass halt rechts das flache ist und links die Luke. Wegen dem MG. Einmal schon tauschen, dann richtig, ne? So, dann setzen wir ihn das auf das eine Ding drauf. Was natürlich auch nicht so schlau ist, aber gut. Aber ja, Turm ist ein bisschen fragiler, naja. Weil es halt nur auf einem Ding hängt. Das sieht echt ganz gut aus, so von der Formgebung. Ja.
Finde ich gut. War der Panzer 38T. Wir haben über zwei von den Pins. Und zwei Werkzeugsets. Wobei jedem Werkzeugset ein Schraubenzieher fehlt. Jo, das war's für diesen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und wenn ihr noch Sachen wissen wollt, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao, ciao.